Alle Liebeskunde, ciao. Hier seht ihr zwei Raps hintereinander von mir. Freude herrscht, meine ersten. Ja, ich hatte die noch nie im Score-Streak drin. Und es sind halt nicht nur Kills, sondern man muss diese Fraction einfach nehmen, ein bisschen Glück haben, wenn man sie positioniert. Und ja, dann geht alles in Ordnung. Jetzt verstehe ich auch selber, dass gewisse Leute sehr viele Raps rauslassen bei diesem Gameplay. Wenn man etwas Glück hat, dann kommen einige, wie bei Deems hier, konnte ich nicht mal alle zusammennehmen. Ja, ich weiß auch nicht, die meisten, die warten natürlich bis voll ist und so weiter. Und dann können die meisten dann das abstauben. Den habe ich gehört, weil ich Awareness habe. Und da kommt man extrem weit mit den Punkten. Extrem weit. Da hat der auch noch mir ein bisschen geschenkt und dann geht nicht mehr lange mit Raps. Nur natürlich gewisse Leute, jetzt hier am Schwein, gewisse Leute würden nicht so aggressiv herumrennen wie ich. Ist schon klar. Auf was ich hinaus will, sind drei oder vier Sachen. Das eine ist mal wegen dem PC, den ich ja seit etwa Januar, Dezember, Januar so umgestellt hatte wegen Streamen, weil bei einem Vierkernprozessor bei Black Ops 3 hatte ich Probleme, hat es immer etwas geruckelt beim Streamen, also zusätzlich spielen und streamen. Black Ops 3 geruckelt. Und das hat mich genervt, darum habe ich einen 6-Kernen gekauft. Und da ging es anfangs noch gut, dann hatte ich mit dem Mainboard Probleme, ein anderes Mainboard gekauft. Ich hatte schon erwähnt, dass ich da Probleme hatte mit der Gewährleistung. Die haben behauptet, wegen dem Sockel sei kaputt. Das habe ich beim Waffelspiel schon erwähnt. Bei dem Gameplay. Dann habe ich ein teures Mainboard gekauft. Das hat dann mit dem Speicher Probleme gehabt. Habe es eingeschickt, nochmals gewartet, hin und her und hin und her. Und ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es stabil ist, weil seit einigen Tagen ja, schaltet mir einfach der PC aus und dann wieder an. Und da gibt es verschiedenste Lösungen und man kann suchen und suchen. Schlussendlich weiß man nie, ob es aufhört oder nicht. Ich habe das Windows 10 neu installiert, erst heute mal, und schaue, ob das Spielchen immer noch ist. Ich hoffe nicht. Und weil es bei mir ja immer wieder abgestürzt ist, will ich zuerst sehen, ob der PC jetzt stabil ist und darum will und kann ich noch nicht streamen oder Zombie spielen und so weiter, weil das wäre ja schade. Ich fange an und dann ist es gleich wieder aus, weil es kann innerhalb von Sekunden aus sein oder ein paar Minuten und wenn ich natürlich Zombie spiele, dann will ich nicht, dass es ausgeht. Das ist auch verständlich. Dann ist auch, ich kann nicht Rekorde sagen, also bei Black Ops 2 geht es seit Jahren, etliche Jahre nicht mehr, dass ich in die Bestenliste reinkomme, es friert mir das Spiel ein. Kann ich nicht schauen gehen und auch bei Black Ops 2 hatte ich ja hauptsächlich Abonnentenherausforderungen, da spielte ich sozusagen nie, wie weit ich komme. Ich habe immer etwa nach einer Stunde genug, also als Solospieler. Da müsst ihr ein bisschen warten noch, bis der PC stabil ist, dass ich sagen kann, okay, jetzt bin ich mir sicher, dass der PC nicht abschaltet. Weil wenn er jetzt würde abschaltet, dann ist nicht so ein Problem wegen dieser 5 oder 10 Minuten Arbeit, das kommt nicht so darauf an. Aber ist natürlich sehr ärgerlich trotzdem, aber ich will nicht im Stream oder beim Streamen eben das Problem bekommen. Mit dem anderen PC kann ich eben leider nicht Black Ops 3 gut streamen. Und ich will es jetzt auch nicht mehr wieder umstellen,
Ich habe jetzt einige Male umstellen müssen wegen dem Problem mit dem Mainboard. Ob jetzt das gelöst ist mit der Neuinstallation, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch am Schauen. Ich war immer überzeugt, das ist Mainboard-Sache. Ich muss anscheinend ein anderes Gameplay noch reindrücken, weil ich bin noch nicht fertig. Moment, Moment. So, reingedrückt die Ware. Jetzt kommt das nächste. Ich weiß, immer die gleiche Waffe, aber die liegt mir einfach. Und mit dieser Waffe ist auch so, dass ich die besten Gameplays habe. Man kann dann irgendwann mal die Stats anschauen, wenn ich dann mal streame. Nicht wegen den Zombies, sondern wegen den Waffen. Es gibt ja neue Waffen, ich glaube es sind 5 davon. Und da will ich natürlich, dass der Stream gut ist und das Zeug auch läuft. Darum brauche ich noch etwas Zeit. Und ich denke nicht, dass ich Zombie spiele, bevor der Sommer vorbei ist. Natürlich am September und Oktober können auch sehr schöne Tage sein, wo ich nicht herumhocken will. Gut, ich muss auch zugeben, ich habe sehr viel gespielt jetzt bei Multiplayer. Sonst wäre ich nicht jetzt schon bei etwa wie Master Prestige und 100 oder 105 Level. Es hat mich einfach immer wieder gejuckt. Ich bin nicht online gekommen auch, weil ich wusste nie, wie lange ich bleiben kann. Und hier, vollkommen Anfänger, diese Wendelauf und Jumps, ich hoffe so sehr, dass im November ein anständiges Call of Duty rauskommt. Das nervt, das Gehüpfe und Gewande gelaufe, das nervt. Ich habe wieder das alte, das Black Ops 1 und Black Ops 2, das wünschte ich mir so sehr. Und wir bekommen es wahrscheinlich. Modern Warfare, glaube ich. Ich weiß gar nicht, man bekommt ja 2 Spiele. Kommt jetzt nicht in den Sinn. Ihr wisst es besser als ich. Ja, ich hoffe, dass das Gejumpen nicht sein wird. Aber eben, es ist auch bald November wieder. Es ist jetzt 31. Juli. Bald wieder November, das geht so schnell. Und da kann ich ja dann immer noch, da kommt sicherlich nicht das Zombie, was mir gefällt. Leider eben Black Ops 3 Zombie ist auch nicht das Wahre. Also Black Ops 2 Zombie gefällt mir immer noch viel, viel besser. Aber das ist so ausgelutscht, total, auch für mich zum Spielen. Ich habe immer noch keinen Spaß. Obwohl, letztens hatte ich natürlich Spaß, das hätte ich nicht gespielt. Origins hat mir sehr gefallen. Natürlich, ihr schaut auch nicht sehr groß und viel. Und das geht es ja hauptsächlich ja auch nicht. Aber trotzdem würde mir schon eher passen, wenn ich ja schon spiele und so, dass auch gewisse Leute das Zeug auch schauen, oder? Aber eben, kann da nichts herumdrücken und so. Das sind halt die Views sind halt zurückgegangen. Ich kann nichts machen. Ich will auch nichts machen. Es ist mir nicht egal, aber es ist so, wie es ist. Und ja, was soll man da machen? Und wenn natürlich jemand dann hier einen Wunsch äußert, werde ich das mal machen, oder? Dafür Patrick Gschnell, Zombiespiel, danke für den grössten Fan zu sein. Und Shadows of Evil, ein Let's Play, ja, mal schauen. Wie weit, dass ich dort komme. Ich spiele so selten Zombie jetzt. Das ist extrem. Ja, schon seit Monaten. Aber mal schauen, wie weit ich komme. Was ich eben schon länger wollte, dann im Stream. Es hat ja neue Maps gegeben, seit längerem. Und da habe ich noch nie Zombie-Maps gespielt. Ich weiß nicht, ist das jetzt DLC 2, glaube ich. Ja. DLC 2, ich weiß nicht mal, wie die Karte heißt von Zombie, Black Ops 3. Es ist nicht Eisendrache, es ist das Neuere. Hä?
dass ihr wisst, es ist das Neuere und ich habe dort immer noch nicht gespielt und das wollte ich einfach so first time spielen, oder? First time play, also das erste Mal spielen, mal schauen, was rauskommt und dann, weiß auch nicht, zwei, drei, vier Mal anfangen. Und weil ich ja das auch schon gesagt hatte, vielleicht wisst ihr das nicht oder gewisse Leute sind neu, ich streame lieber, weil dann muss ich nicht aufnehmen, dann nicht rendern, mit einem Videobearbeitungsprogramm macht man das. Normalerweise, man kann da auch mit etwas anderem machen, da könnte man nicht schneiden und so, oder ja, gewisse Sachen sind schon mühsam, braucht man mehrere Tools, also Programme. Also soweit, dass ich weiß. Aber für mich ist es am einfachsten. Und dann noch eben, das Problem ist noch draufladen. Das geht so lange. Das ist übertrieben lange. Weil YouTube, das ist so etwas mühsam. Die haben so viele, die raufladen. Und dadurch wird natürlich die langen Gameplays zum Raufladen. Da wartet man einen halben Tag oder noch länger. Und darum mache ich das nicht. Beim Streamen ist ganz einfach. Ich streame und fertig. Da beende ich den Stream und ich habe keine Arbeit mehr. Ich bin auch zu faul, diese Tags reinzuwürgen, oder? Damit man meine Clips findet. Da bin ich ja auch zu faul. Da schreibe ich hier und da irgendetwas rein. Nein, auf jeden Fall, ich schaue noch. Ich muss einfach gewisse Stabilität haben vom PC her. Und dann schaue ich weiter. Ich kann noch nicht sagen, wenn ich komme. Seid einfach ein bisschen geduldig mit mir. He? Ich habe nichts vergessen. Ich wünsche euch einen schönen...